Die Vorstellung zu einem außergewöhnlichen russischen Klappmesser, nämlich das Popuchik. Das hat der Andi vor nicht allzu langer Zeit schon vorgestellt. Ich werde mal natürlich einen Link zu seinem Video in die Videobeschreibung packen. Zu verdanken, dass ich dieses Messer jetzt in der Hand halte, habe ich es dem Ritchie und dem Flo. Ich muss ganz ehrlich sein, bevor der Ritchie die Messer vom André Cheburkow gezeigt hat, war mir der Name absolut kein Begriff. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Hat mir überhaupt nichts gesagt. Mittlerweile sind ja ein paar Modelle aufgetaucht. Der Ritchie hat da einige von organisiert. Und gleich vorab, die könnt ihr natürlich dann auch im Shop von Flo und Ritchie beziehen. Link dazu in der Videobeschreibung. Ja, die gefallen mir eigentlich allesamt ganz gut. Sind aber auch sehr speziell. Ich würde mal sagen, dass das Scout ist das Messer, das mir sofort am meisten ins Auge springt und mich anspricht. Hier beim Popuchik bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dieser Mix ist schon außergewöhnlich. Wir haben hier wirklich ein unfassbar langes Klappmesser. Das erfährt man erst so in der Gesamtheit, wenn man es denn dann wirklich in der Hand hat. Das ist schon enorm. Ich entschuldige mich übrigens für die Lichtverhältnisse. Ich hätte natürlich viel lieber draußen Video gemacht, bei gutem Licht. Mein Fokus hat bei der Dunkelheit jetzt absolut zu kämpfen. Aber bei uns im Norden ist es jetzt seit Wochen nur bewölkt, nur Regen, windig. Da ist nicht viel mit Videos machen. Von daher tut mir leid, dass ihr jetzt mit diesen Lichtverhältnissen leben müsst. Immer ein bisschen ätzend. Ja, fangen wir doch mal mit den technischen Daten zum Popuchik an. Wir haben eine Gesamtlänge von 23 cm. Wie gesagt, das ist absolut enorm. 10 cm Klingenlänge, davon sind 9,5 cm effektiv scharf. Die Klingenstärke des Damaststahls liegt bei 3 mm. Der Anschliff ist... Der ist okay ausgeführt. Wir haben, ouch, und vor allem ist er scharf. Wir haben hier ein Flachschliff. Schneidfreudig genug ausgeführt, würde ich mal sagen. Das Messer hat eindeutig ein bisschen Stabilität zu bieten. Damit kann man auch mal schnitzen und sich auch mal an Schneidaufgaben wagen, die man vielleicht nicht unbedingt mit einem Damastmesser immer angehen würde. Nicht, weil Damast das nicht aushält, im Gegenteil, ein anständiger Damast ist hoch belastungsfähig, aber weil man solche Messer einfach aufgrund des Sammelwertes ja meist schont. Aber mit diesem Messer kann man mal ein bisschen arbeiten. Der Damast ist ein 300-Lagen-Damast, sehr rostträge, hat eine schöne Zeichnung. Beim Griffmaterial haben wir einmal Timaskus-Backen und auch Abschlussbacken. Dazwischen liegend Wüsteneisenholz. Wie mir das gefällt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, das ist so der Hauptgrund, warum ich mir bei diesem Messer nicht sicher bin. Gibt hier eine Menge, was mir gefällt, da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber diese Mischung hier aus Damaskus und Wüsteneisenholz, ich glaube, die sagt mir nicht ganz so zu. Damaskus ist mir immer ein bisschen drüber. Hat mich noch nie so wirklich richtig angesprochen. Wüsteneisenholz finde ich ganz schön. Ich glaube, dieses Messer würde mir besser gefallen, wenn es durchgehend nur einen Wüsteneisenholzgriff hätte.
Ja, das wäre vielleicht auch mein Wunsch an Tools for Gens, die ja in direktem Kontakt zu Cherbukov stehen, dass sie sowas in Auftrag geben. Das Messer wäre dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen günstiger. Preislich liegen wir nämlich bei dieser Version bei 400 Euro. Das ist für das Gebotene, ja, viel Handarbeit, Damaststahl, Damaskus, Wüsteneisenholz, Titananodisierung, ist das alles okay? Aber ja, nur mit Wüsteneisenholz, denke ich mal, wird es eine Ecke günstiger werden. Was mir an diesem Messer sehr, sehr gut gefällt, ist die enorme, ja, die enorme Länge, die Arbeitslänge. Da kannst du halt das Messer sicher greifen. Das ist wirklich groß und lang genug für jede, absolut jede Hand. 42A-konform natürlich, das ist ein toller Pluspunkt. Ja, wie ich schon sagte, das ist durchaus ein Arbeiter, ein sehr edler Arbeiter. Der Walk and Talk ist richtig schön gelungen hier. Wir haben eine schöne Feder, die lässt sich auch recht leicht öffnen und hat trotzdem eine gute, sichere Spannung, 90 Grad Stopp. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Also nicht zu stramm, dass man wieder jammert. Toll eingestellt. Klingenstand ist nicht perfekt, aber anständig genug. Damit kann ich gut leben. Kann man eventuell auch durch die Achsschraube dann noch nachziehen. Ich war da jetzt aber nicht dran. Schlicht und einfach, weil wir absolut kein seitliches Spiel haben. Die steht bombenfest, macht einfach viel, viel Spaß, die Einstellung so ab Werk. Die Verarbeitungsqualität ist einfach sehr, sehr gut. Der Rücken ist ein Traum. Der bronzeanodisierte Klingenrücken ist einfach ja richtig, richtig schön. Matchte hier mit Purple-Tönen und man hat absolut keinen Spalt, nirgends. Das ist schon sehr, sehr perfekt angepasst. Gefällt mir richtig, richtig gut. Der Damast ist sehr schön, das erwähnte ich ja schon, auch sehr, sehr scharf abgezogen, auch ein absoluter Pluspunkt. Die Klinge ist wunderbar clean, da ist nichts drauf. Wir haben hier nur das Logo von Andrei Cherbukov, ja, absolut wunderbar, so muss das sein. Ja, bei Damast gehört einfach nichts drauf, perfekt. Dann gefällt mir sehr, sehr gut, hier haben wir das Herstellungsjahr, den Stempel vom Herstellungsjahr 2016, dass wenn die Klinge geschlossen ist, der komplett verschwindet, gar nicht sichtbar ist und erst wenn man das Messer öffnet, ja, kann man es nachlesen. Tolle, tolle Idee, klasse umgesetzt. Auch hier alles ganz, ganz sauber gearbeitet, Kanten gebrochen, wunderschöner Bronzeton. Das ist richtig, richtig nice. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Übergang zur Klinge, absolut top. Also das ist wirklich, das kannst du nicht viel besser machen. Der Klingenrücken ist wirklich fantastisch gearbeitet. Was mir jetzt nicht so gefällt, und das ist das Einzige, was ich wirklich als Kritik üben würde, ich denke zwar, das ist mit Absicht so gehalten, aber die Anpassung des Wüsteneisenholz zu den Damaskusbacken, da haben wir einfach einen Überstand, der ist überall vorhanden, an allen vier Stellen. Deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass das mit Absicht so gemacht wurde. Und trotzdem, das gefällt mir gar nicht. Der Rest ist so hochwertig, so sauber gearbeitet. Da hätte man auch die Hölzer flush bekommen. Das hätte sich einfach besser angefühlt, das hätte besser ausgesehen und wäre auch dem Preis einfach angemessener. Da bin ich ganz eindeutig so, dass mir das überhaupt nicht gefällt. Ja. Das sollte definitiv nach meiner Meinung, in meinen Augen, geändert werden, dass die flush sind. Ja, und ansonsten sehr, sehr cooles Modell, sehr beeindruckend. Sowas habe ich auch noch nicht in der Hand gehabt. Ja, so ein 42A-konform Arbeiter in dieser Qualität mit den Materialien, das ist auch für mich was ganz Neues. Ja, vielen, vielen Dank, Richie, vielen, vielen Dank, Flo, dass ich das Teil mal auschecken durfte. Außergewöhnlich. Wie gesagt, Bezug findet ihr in der Videobeschreibung und dann war es das von mir. Vom Popucik, von Andrei Cherbukov. Sehr, sehr ungewöhnliches Messer. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.